Hi Fans, hier sind Dominik und Stefan von Love A. Und ihr schaut Macklins Blog. Take a fucking tide of the drudgery. Everybody wants to make some money. I'm looking at the clock, wishing my life away. I'm scared. Im Exhaust, würde ich sagen. Also im Exhaust ist auf jeden Fall seit Jahr und Tag die beste Location, um sich ein Konzert anzugucken. Ist auch mehr oder weniger die einzige Location, auf der wirklich dauerhaft über Jahre hinweg Konzerte stattfinden. Man muss im Exhaust lassen, dass da nicht nur gute Bands spielen, sondern die Leute, die Konzerte veranstalten, auch einfach gut sind. Also es stimmt meistens immer alles. Falls man keine Lust hat, ins Exhaust zu gehen, weil es einem so weit von der Innenstadt entfernt ist, würde ich anraten, ein Konzert in der Villa Wulla zu besuchen. Das ist ein sehr angenehmer, tanzflächenorientierter kleiner Club, der sehr viel alternativen Charme versprüht. Auf jeden Fall ohne Exhaust und Villa Wulla wäre Trier komplett lame. Tote Hose. Ich würde im Miss Marples ein Bier trinken gehen. Das ist eine coole Bar, in der ein cooler Typ manchmal Theke macht. Also ich, wenn ich arbeite, dann läuft auch ganz gute Musik. Man kann da günstig, passabel bis gut essen. Das Bier ist in Ordnung, man darf rauchen. Und da hängen meistens voll die geilen Leute rum. Ja, oder im Simpel. Geht auch. Das geht auch. Da kann man auch Kicker spielen. Dann kann man dann gegen mich verlieren. Vegetarisch-vegan ist eher schwierig in Trier, glaube ich. Ja, Trier ist leider, was so Ernährung betrifft oder Restaurantszene, total provinziell. Kulinarisch. Kulinarische Wüste, Ödnis. Ja. Also man kann sein Glück in verschiedenen Dönerläden der Stadt versuchen, da hört es fast schon wirklich auf bei Vegetarisch. Es gibt kein einziges Restaurant, was explizit vegetarisch oder vegan wäre. Ja. Aber im Miss Marples bekommt man auch 2 bis 3 vegane Speisen. Es gibt noch zwei gute Suppenbars. Das ist einmal die Zupper mit Z. In der Kochstraße und dann Jong noch in der Neustraße. Und dann natürlich weitaus mehr zu empfehlen ist Jong. Jong Suppenbar in der Neustraße. Ja. Haben wir hier gar nicht, weil Trier eigentlich, das klingt dann immer so blöd nach Lokalpatriotismus, aber ich glaube, das hat für Touristen hat es relativ viel zu bieten. Mir gehen dann eher so Touristen, so richtige Sauftouris auf den Sack, wenn ich halt arbeite und dann kommt, es war während der Fußball-WM so, dann nachts um 1, 4 total besoffene, spricht nichts gegen besoffene, spricht also so Deutschland-Fans, die mag ich nicht. Und unter Touristen, also Touristen sind oftmals blöd, außer wenn sie nicht aus Deutschland kommen. Und deutsche Touristen finde ich kacke. Und dann so Deutschland-Nationalmannschaftstouristen mit Saufen finde ich kacke. Kann ich mich anschließen.